I looked at all of them, and I just said, how dare you? Die dunkle Wahrheit über Nickelodeon, ein Video von mir, das damals durch die Decke gegangen ist. Die gezeigten Dinge haben nicht nur ganz Deutschland erschüttert, sondern haben auch den Stein für ein ganz neues Format von mir ins Rollen gebracht. Unzählige schockierende Videos über unsere damaligen Lieblingsshows wurden von mir seitdem gedreht und veröffentlicht. Ich habe mich ohne Spaß bei jeder einzelnen Folge jedes Mal gefragt, wann hört das Ganze endlich auf. Geschehen für Geschehen, Folge für Folge wurde das ganze Format immer interessanter und immer beliebter. Bis irgendwann eins klar wurde. Es gibt nicht eine einzige Serie, die wir damals geguckt haben, in der nicht irgendwas Krankhaftes oder Verstörendes hinter den Kulissen passiert ist. Kindheitstrauma ist hier das richtige Wort, das womit all unsere Lieblingsstars zu kämpfen hatten. Jetzt ist aber etwas passiert. Etwas, was meine DMs bei Instagram gesprengt hat. Gefühlt jeder von euch schreibt mir das gerade. Und zwar ist vor 3-4 Tagen eine ganz neue Doku erschienen mit dem Namen Quiet on Set. Diese Doku zeigt die absolut kranke Welt hinter den Kulissen des Kinderfernsehens in den 90ern und hauptsächlich auch Nickelodeon Anfang 2000 bis 2010. These are three predators who worked at Nickelodeon. Da sind sehr viele neue, heftige Sachen geleakt worden. Vor allem geht es um Dan Schneider, Belästigung am Set und vieles mehr, und ihr werdet niemals glauben, was danach passiert ist. Dan Schneider hat sich nach all den Jahren endlich zu allem geäußert und er wurde sogar emotional. All das zeige ich euch heute. Die Frage ist aber, ob ihr dafür bereit seid, denn das heute übertrifft wirklich alles, was wir bis jetzt hatten. This is going to be a heavy show tonight. This is the most unbelievable thing I've ever seen. This of the explosive docuseries. Could you help me? Quiet on Set zeigt Schauspielerinnen und Castmember, die sich zu vielen Dingen, die bereits in der Vergangenheit erwähnt wurden, äußern. Unter anderem beispielsweise Alexa Nicholas, die noch einmal aufgriff, wie die jungen Stars damals in ihren Rollen unterschwellig sexualisiert wurden. Jeanette McCurdy, die Schauspielerin von Sam von iCarly, kam zwar selbst nicht in der Doku vor, doch Dinge, die auch sie in der Vergangenheit gesagt hatte, wurden als Referenz für Dan Schneiders Verhalten erwähnt. Er nannte die Leute dort am Set dumm, verrückt, Idioten und vieles mehr. Ein weiteres Thema war außerdem, dass Dan Schneider den jungen Schauspielern damals freizügige Kleidung für ihre Rollen gab und sexuelle Jokes in diese Kinderserien mit den ganzen Kinderschauspielern einbaute, die eher was für Erwachsene waren. Once I saw it again as an adult was when that memory came back. So I was like, oh, oh. Oh. Eine Frau in der Doku erklärte, dass Leute am Set bei vielen Jokes fragten, hey, soll das etwa das und das bedeuten? Dan Schneider dies jedoch immer verneinte. Ein ganzes Video über Dan Schneider findet ihr hier, das ist extrem wichtig für den Kontext. Ihr müsst wissen, dass so gut wie 90% der jungen Schauspieler damals sich heute gegen ihn aussprechen und ihm gemeinsam mit der Hollywood-Industrie etliche schlimme Dinge vorwerfen. Er war jedoch nicht der Einzige, der sehr viele schreckliche Dinge verantworten muss. Ihr müsst euch vorstellen, dass Leute in der gesamten Kinderserienproduktionsindustrie gerade mit Anschuldigungen bombardiert werden. Jason Handy, ein weiterer bekannter Produzent beispielsweise, schickte Amanda von The Amanda Show ein Nacktbild von sich, auf dem er masturbierte. I even struggle on a day-to-day basis of how I can find a victim to rape if I have to. Easel Channel war ein registrierter Sexualstraftäter, der bei Nickelodeon arbeitete und 2005 festgenommen wurde. Mit der Doku kam sehr viel ans Tageslicht, was schwer zu leugnen und zurückzuweisen ist. Ein weiterer Schauspieler, der auch in der Vergangenheit öfter in der Kritik stand, ist ebenfalls in der Doku mit dabei. Drake Bell von Drake und Josh. Ihm wurde damals vorgeworfen, mit Minderjährigen geschrieben zu haben. Er hat damals eine Bewährungsstrafe von 2 Jahren aufgrund von Kindesgefährdung bekommen. Doch darum geht's heute gar nicht, ja. Es geht vielmehr um eine andere Sache, die wir im Video damals angeschnitten haben. Eine Sache, die uns alle heute mehr als nur schockiert. Erinnert ihr euch daran, was ich euch im Drake-Video vor fast 3 Jahren gesagt habe? Falls die Sache mit Brian Peck stimmen sollte, also dass Drake selbst in jungen Jahren belästigt wurde, dann kann es ja sein, dass so ein Trauma in dem Fall Einfluss auf seine menschliche Entwicklung hatte. Have you ever told your story? I have never told my story publicly. Drake Bell war in seiner Schauspielzeit in jungen Jahren sehr oft unter der Aufsicht von Brian Peck. Brian Peck war einer der wichtigen Mitproduzenten von Drake und Josh und er war sogar oft onscreen zu sehen in anderen Serien. Komisch wurde es jedenfalls, weil egal worum es ging, egal ob Drake irgendwelche Dialoge lernen musste oder auch andere Sachen für die Show, er wurde einfach immer mit Brian Peck zusammengebracht. Das Ganze ging so weit, dass Drake mit seinen 15 Jahren damals mehrere Nächte bei Brian übernachtete. I was sleeping on the couch where I would usually sleep and opened my eyes, I woke up and he was sexually assaulting me. Das war's aber noch nicht. Es wurde schlimmer, schlimmer, schlimmer und noch schlimmer. Drake brach sein Schweigen, was er aufgrund von seiner Angst hatte, und erzählte seiner Mutter alles. Drake sagte, dass er so krass am Ende war, dass er seine Mutter anrief und alles, was Brian Peck mit ihm angestellt hatte, weinend ins Telefon schrie, bis der ganze Fall dann vor Gericht ging. In den Gerichtsdokumenten werden die schrecklichen Übergriffe detailliert beschrieben, von widernatürlichen Sexualpraktiken bis hin zu gewaltsamer Penetration. Ihr denkt, das war noch nicht verstörend genug? Jetzt passt auf. Kyle Sullivan, ein Castmitglied, erzählt,
erzählte in der Doku, wie er eines Tages bei Brian Peck zu Hause war. Dort fand er ein komisches, gemaltes Porträt von einem Clown und auf der Rückseite stand folgendes: To Brian, I hope you enjoy the painting. Best wishes, your friend, John Wayne Gacy. Er fand heraus, dass Brian ein gutes Verhältnis zu John Wayne Gacy hatte, einem Serienmörder, der 33 junge Männer ermordete. Und ich bitte euch jetzt genau zuzuhören, weil das, was jetzt kommt, wird euch zeigen, wie absolut brutal und teuflisch diese Industrie ist. Drake beschrieb, wie er am Tag des Prozesses gegen Brian Peck zum Gericht ging und folgendes sah. His entire side of the courtroom was full. Die eine Seite war voll mit Leuten, die Brian Peck verteidigten und hinter ihm standen. Und auf Drakes Seite waren Drake, me, my mom, and my brother. Gefühlt ganz Hollywood, weltbekannte Gesichter verteidigten Brian Peck und sagten, dass er niemals sowas machen würde. Mehr als 40 Supportbriefe für ihn, Leute, die Drake fertig machten und sagten, er würde lügen. Ich will, dass ihr euch Drakes Situation mal kurz vorstellt. Stellt euch vor, ihr seid ein 15-jähriger Junge in einem Gerichtsraum und alle erwachsenen Menschen dort verteidigen den Mann, der euch vergewaltigt hat. Durch Beweise wurde Brian aber letztendlich schuldig gesprochen, er kam nur 16 Monate ins Gefängnis. Und als er frei war, durfte er wieder für Nickelodeon arbeiten. Wie krank ist das bitte? Versteht ihr jetzt meine Worte von damals? Welches Kind wäre dann nicht traumatisiert worden? I looked at all of them and I just said, how dare you? Hey, it's Boogie. I played T-Bow in Nickelodeon's iCarly. Dieses Gesicht kennen doch die meisten von uns. Ja, der gute T-Bow von iCarly drehte ein Interview mit Dan Schneider bezüglich der Doku, was 2 Tage nach der Dokumentation auf Dan Schneiders YouTube-Kanal online kam. Das ist wirklich frisch, das ist alles 2-3 Tage her. Dan nimmt im gesamten Interview eher eine defensive Haltung ein und entschuldigt sich mehr oder weniger für alles. Beispielsweise dafür, dass er damals minderjährige Schauspieler massierte. It was the wrong thing to do. I'd never do it today. I'm embarrassed that I did it then. I apologize to anybody. 2 interessante Sachen, die er sagte, waren außerdem, dass er absolut kein Problem damit gehabt hätte, Witze, die den Zuschauern nicht gefallen, löschen zu lassen. Cut it. Cut it. Und die andere Sache, die er betonte, war, dass er nicht allein für das Endprodukt dieser Serien verantwortlich war. Laut ihm hatte er Leute über sich, die entschieden haben, ob etwas passte oder nicht. Er musste etwas machen und dann gab es einen über ihn und über ihn gab es noch einen und immer so weiter. Dieser Gedanke, dass er alles kontrolliert und über alles entscheidet, soll laut ihm falsch sein. No, these are my bosses. Bosses and then their bosses and then their bosses. And they're approving all. Er entschuldigte sich außerdem bei allen Schauspielern, die damals Szenen drehen mussten, die ihnen unangenehm waren. Hätte er damals gewusst, dass sie es nicht wollen, hätte er es nicht gemacht, sagt er. Er erzählte außerdem die Geschichte mit Drake und brach währenddessen in Tränen aus. Would you help me with my speech for the judge? And I said, of course. Er soll direkt da gewesen sein für Drake und ihn sofort unterstützt haben. Die Frage ist jetzt aber für uns alle, ist Dan Schneider authentisch mit dem, was er sagt? Die meisten Leute sind nämlich gegen ihn, ja? Für die meisten Leute ist Dan genauso ein Teil dieser teuflischen Hollywood-Industrie. Er gehört sogar zur Spitze von all dem Negativen und Traumatisierenden, was in der Doku alles gezeigt wurde. Die ganze Produktion soll anscheinend zusammengehalten haben, ja? Moral gab es kaum. Alles, worum es ging, war Profit und sexuelle Bedürfnisse der Produzenten. Und jetzt sagt es mir bitte, wer von uns hätte damals mit all dem gerechnet? Ich weiß nicht, ob dieses Video hier so etwas wie ein Finale von diesem Format hier ist, aber ich habe das Gefühl, je mehr Zeit vergeht, desto mehr Sachen kommen einfach immer wieder ans Tageslicht. Aber was überrascht uns von all dem eigentlich heute noch? Eine Sache, die ihr auf jeden Fall wissen solltet, ist, dass das hier das Format ist, wo ich jeden einzelnen Kommentar lese und sogar in den Kommentaren mit euch interagiere, ja? Deswegen schreibt unbedingt eure Meinung zu allem rein. Und wenn ihr nicht wollt, dass das hier die letzte Folge ist, dann lasst unbedingt ein Like da. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen, bleibt aktiv, passt auf euch auf und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.